Okay. Auf jeden Fall bis zur 20. Runde würde ich mal sagen, brauchen wir mindestens mal die Reifen. Dann haben wir noch mal die gleiche Zeit Intermediate und dann noch mal die gleiche Zeit Trockenreifen. Okay, das ist auf jeden Fall eine Zwei-Stufen-Strategie. 64 Runden ist halt sehr kurz. Super Soft ist natürlich eine gute Ansage, was Reifen angeht, ne? Sollte fast perfekt reichen. Wir nehmen 3 Liter raus. Ist halt immerhin noch ein Stadtkurs, ne? Auch wenn der sehr, sehr kurz ist. Aber der Start muss jetzt funktionieren halt. Okay, die hinteren fahren auf Softreifen. Die fahren vermutlich zu lange. Los geht's. Schlechter Start von Kuji. Mal wieder. Aber Stock jetzt auf Platz 2. Balcazar. Nee. Jetzt habe ich mir vielleicht hier Hoffnung ausgerechnet auf den Sieg und dann ist Balcazar wieder da. Und was Fox genauso. Kuji denkt schon mal wieder, ich stelle einfach meine Arbeitseinstellung ein. Ich werde Achter. Fox. Natürlich. Natürlich! Alter, wo kommen die drei Teams her? Zeitung schon auf Platz 10. Was? Kann man es jemand erklären, wie schnell die nach vorne kommen? Also kann sein, dass die halt von den Reifen her vielleicht richtig Pech haben und schon vorher reinkommen müssen und zu früh auf Intermediates gehen. Dann sind die Supersoft auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Genau wie der Endspurt. Obwohl Endspurt noch keine 20 Runden sind, ne? Zeit mittlerweile auf Platz 9. Lucini, wo ist Lucini? Ach da. Die kommen ja da rangebrettert, als gibt es keinen Morgen mehr. Ups, sorry. Hat das Spiel gerade minimiert, weil irgendwas aufgegangen ist. Also Antivirenprogramm. Ich weiß nicht, warum das Antivirenprogramm genau jetzt aufgehen will. Von unten muss ich rausschneiden. Ja, du musst doch irgendwie schon an dem vorbei, ne? Hier, lass mal Gas geben. Fahr an dem vorbei. Ja, schön daneben gesetzt. Nochmal daneben gesetzt. Und vorbei. Ja, nein, oh, komm schon. Sehr gut. Vierter und Sechster. Ist wieder alles in bester Ordnung. Aber was Start angeht, hat Gott uns einigermaßen noch halten. Also, wäre natürlich gut gewesen, wenn Kuji den Start gewonnen hätte. Dann hätte Kuji direkt davon wegdüsen können. Wir sehen. Also, was die Reifen angeht, sind die von den anderen extrem schnell K.O. Die fahren jetzt 8 Runden, haben oh, 55%, ne? Wir sind da deutlich höher. Und der Regen kommt halt später. Wir könnten zu früh reinkommen. Agatiptoff mittlerweile noch Elfter. Also, oh nein, jetzt wird Fox. Och Mann, ey. Dann, wenn man denkt, ja, okay, ich habe eine gute Chance hier, die Kitanos aufzuholen, dann kommen die auf einmal. Saito auch auf einen vorbei. Haben halt die Softreifen. Und die sind vermutlich die Reifen, die zu lang halten. Klar, ich kann natürlich ein bisschen jetzt aggressiver fahren, was ich auch mal eine Zeit lang kurz noch mache. Und mal ein bisschen aufholen auf die Führenden. Wie gesagt, wir sind schon in Runde 13. Also ich gehe davon aus, dass die ganzen Ultrasoft-Fahrer zu früh in die Box sind, außer vielleicht Gaubert. Bitte wieder runterstellen, die Temperatur geht mir zu hoch. Oh, Kuji direkt wieder. Oh, wir hatten Kuji fast eine Runde. Eine Sekunde schneller als Teamkollege. Hui. Nicht schlecht. Also, ich habe auch irgendwann die Vermutung, dass ich Stock halt abgebe. Vielleicht. Um halt Kuji halt zum Titel
Fahrer zu machen, wenn nicht gerade ein neuer guter Fahrer kommt. So, wir sind jetzt wieder dran an den anderen und die sind eigentlich so bald in Parkasa? Was soll das? Wer mir gar nicht gefällt, ist Fox. Fox hat auch so viel Reif, dass es reichen könnte. Ui, viel. Oh, hat jemand die Reifen zu sehr belastet? Ist schade für Lorenz. Also, Lorenz ist extrem gut gefahren. Da auf jeden Fall ein Chapeau. Ah, die fahren zu lang. Sieh meine an. Danke sehr. Die, ist die Frage: Gehen die nur auf Trockenreifen oder fahren die durch? Müssen wir aber anfangen, auch mal die Reifen zu schonen. Sonst haben wir auch noch das Problem. Bringt uns rein gar nicht. Was macht denn Fox bitte? Okay, Verzuften. Die gehen alle jetzt auf Intermediates. Okay, Bionix. Die Reifen brechen ja hier komplett ein. Und jetzt Fox sieht auch auf Intermediates. Das ist jetzt unsere Chance, Vorsprung zu ergattern. Weil die verlieren jetzt extrem viel Zeit auf Intermediates. Und vor allem, die müssen nochmal reinkommen, sich neue Intermediates holen. Also die Supersofts sind doch die richtige Entscheidung gewesen. Für die Öste vielleicht nicht. Boah, Fox verliert extrem viel Zeit, aber... Oh, jetzt kommt der Regen. Müssen wir darauf achten, ab wann die Intermediates-Fahrer aufholen. Also diese Runde auf jeden Fall noch nicht. Ich würde sagen, Ende nächste Runde kommen wir rein. Und dann müssen wir sehr, sehr langwierig fahren. Sehr, sehr lang. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt verlieren wir Zeit. 20 Runden. Das heißt, wir müssen Reifen schonen. Der Öste genau im richtigen Moment gewechselt. Also da könnte was gehen für das Team. Stopp war gut. Boah, raus rein, Doppelstopp. Und als Führende wieder raus, so gesehen. Weil wie gesagt, die Intermediates sind jetzt die schnelleren Reifen. Wir fangen konservativ, also schön mal Reifen schon. Verlieren zwar momentan etwas Zeit noch auf die Führenden, aber die müssen ja auch noch in die Box. Umso länger die warten, umso schlechter wird das für die. Also ich spanne ja nur Reifen, weil ich halt durchfahren möchte, bis halt die Trockenreifen genutzt werden müssen. Und da die meistens immer Gas geben, wie sonst was, werden die ja schon mehr Reifen verbrauchen, bevor... Also die werden uns erreichen, was Reifen angeht. Okay, eine Runde jetzt vielleicht auch noch getan. Also eine Runde zu früh in Box gewesen. Aber jetzt holen wir auf. Oh, hi. Bei Fox habe ich keine Angst, weil Fox muss definitiv noch vor dem Regen nochmal rein. Nur vor der Regenende ist. So, wir gehen mal an Surikov vorbei. Ja, nein, jawohl. Wir müssen jetzt fast noch 20 Runden fahren, aber das ist halt so eine Phase, wo wir wieder wechseln können auf diese Reifen. Wir fahren noch eine Runde. Oh, wir schalten mal auf Kuji, obwohl wir gleich vielleicht sogar wieder dabei sein könnten, wenn Stock die Führung übernimmt. Weil Kuji verteidigt sich gegen Fox. Und ich schätze mal stark, dass die immer noch weiterfahren. Okay. Surikov hat es verstanden. Fox vorbei. Okay, da waren wir jetzt leider nicht drauf. Dafür haben wir jetzt das Überholmanöver zur Führung. Haben wir halt jetzt schon 25% Reifen verbraucht, ne? Kuji hat jetzt auch jetzt von Saito, der immer noch weiterfährt. Saito und Naito sind die einzigen, die noch auf Trockenreifen unterwegs sind. Seid ihr deppert? Oh, und Verzuft und Wackerser müssen jetzt schnell in die Box. Weil die Reifen kaputt sind. Läuft bei denen.
Also klar, Chini wird jetzt aufholen. Wenn wir jetzt in die Box kämen, wird uns Chini wahrscheinlich überholen. Saito entscheidet sich auch mal in die Box zu kommen. Sehr schön. Also bei uns ist es fraglich, ob wir wirklich bis zum Ende des Rings durchhalten können. Ist zwar schön, dass wir führen, aber das Ganze ist schwierig. Der Erste muss auch bald. Leider etwas die Reifen so sehr beansprucht. Guck mal, Lucchini war eigentlich nicht viel später drin als deutlich später als hier drin. Und hat schon so viel Reifen wieder verbraucht. Ne? Sparen zahlt sich manchmal aus. Guck mal, Fox muss auch jetzt bald wieder rein. Spare, spare, wer Rennen gewinnen will. Muji hat den so geholt? Okay. Wir müssen halt extrem Reifen sparen. Weil wir halt noch gute 12 Runden fahren müssen. Aber. Ui, das wird mir sehr gefallen. Erstmal abwarten. Ich will auch nicht zu früh wechseln und jetzt einfach so mittendrin wechseln, dann würden wir hinter Fox fallen. Vermutlich hinter Surikov. Auf jeden Fall werden wir die Führung verlieren. Schwierig, schwieriges Thema. Und kommen jetzt zum Höhepunkt des Regens. Also scheinbar, so wie es aussieht momentan, geht jeder zweimal in die Box im Regen. Das wäre noch eine Überlegung für uns halt, ne? Aber es ist reizvoll auch jetzt durchzuziehen. Wenn wir halt in die Box kommen, sind wir hinter Fox. Und das will ich auch vermeiden. Wir müssen halt ein bisschen reinfallen in die Minusprozente. Okay, Lucchini ist direkt hinter uns. Lucchini wird die Führung übernehmen. Und da sind wir so los. Ja, noch ist es zu nass. Fox kämpft auch gegen Kuji. Kuji kann sich noch behaupten. Die Frage ist, für wie lange? Wir müssen halt bald rein. Ne? Das ist halt. Geht nicht anders. Aber momentan verlieren halt die Trockenreifen zu viel Zeit. Jawohl, Kuji verteidigt richtig stark gegen Fox. Okay, jetzt geht Lucchini auch schon in die Box. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, in die Box zu kommen. Wir werden halt ein bisschen Zeit doch verlieren, aber es ist immer noch besser, als mit den abgefahrenen Reifen hier rumzugurken. Okay, ja. Ist halt schwierig, ne? Jetzt führt Kitano mit beiden Fahrzeugen. Alles klar. Wir verlieren halt keine Zeit mehr, wir gewinnen Zeit.
Frage, wie lang fährt Fox auf diesen Reifen? Und wie kann Fox immer noch so schnell sein? Also im Sieg wird extrem schwierig, dafür muss Lucini schon irgendwas passieren. Ich meine, Lucini war noch zu schlau und hat die Softreifen geholt. Wie kann das sein, dass halt Fox so extrem schnell ist auf den Intermediates? Wie? Sie fährt jetzt die absolute Bestzeiten hier. 1-1. Was macht Fox denn da bitte? Fährt auf dem abgefahrenen Reifen schneller als alle anderen und kommt jetzt in die Box und kommt vermutlich vor uns raus, oder? Nein. Aber es wird schwierig. Auch sauer. Man kann mir doch nicht sagen, dass die Gitanos direkt wieder hinter uns sind. Nach dieser Aschanaufstellung habe ich mich schon gefreut. Oh, bei Kutschi könnte es interessant werden jetzt. Da sind so ein paar verschiedene Autos, die da so ein bisschen rumkämpfen. Schon wieder. Also das ist doch nicht normal, dass die so ranbrettern, oder? Fox hat wieder so extrem schnelle Zeiten. Was hat Fox genommen? Also Lucini oder Balcazar, dass die so ranschießen, würde ich ja noch verstehen, aber Fox? Kutsch kommt extrem viel schnell näher, ne? Uiuiui. Die Reifen sind jetzt extrem schnell abgekühlt bei Stock, der kann wieder auf neutral fahren. Okay, Fox ist schon wieder im Angriffsmodus. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oh mein Gott, ey. Immer wie... Okay, jetzt wird da... Jetzt kommt jetzt nicht Überraschungsangriff, oder? Die Reifen halten das bis zum Ende hoffentlich durch. Wir geben Volldampf. Drei Runden, komm schon Reifen, das haltet ihr durch. Boah, schlechte Kurvenlage, Stock. Okay, Fox scheint wohl aufgegeben zu haben. Jetzt ist aber, was dazu kommt. Ja, wir sind ja sowieso in der letzten Runde. Okay, jetzt gibt Fox alles. Lucini gewinnt vor Stock, der das Podium holt. Und Kuji, der sich Platz 4 holt. Damit sind wir das zweitstärkste Team. Kurioses Rennen, wieder ein sehr geiles Rennen. Wir haben uns so realibitiert, wie das Wort da heißt, in Kapstadt. Nach dem letztjährigen Desaster. Auf dem Podium zu fahren
Ist nicht schlecht. Auch wenn mich immer noch wundert, wie schnell Fox ist manchmal. Ist doch nicht mehr normal. Als ob das Spiel so umprogrammiert ist, dass man Gitano nicht besiegen soll. Trotzdem, wir holen nur 5 Punkte auf. Wo kommt Saito her? Saito war Vorletzter beim Start, glaube ich. Aber immerhin, 5 Punkte aufholen sind 5 Punkte aufholen, ne? Und 12 Punkte nur noch. Das ist gut. Darauf kann man aufbauen. Und Guildford ist ein Sonnenrennen. Puh. Erstmal tief durchatmen, definitiv. Wir machen 1 Million minus nur. Das ist okay. 1 Million ist ja nicht so viel. Und endlich stehen wir mal hier wieder, ne? Wir verzuften es eigentlich momentan auch nicht so stark, ne? Wenn das so weitergeht, können wir sogar verzuften wieder schon angreifen. Auch wenn es zu viel ist, gut, ja. Und schon wieder ist der Potato auf den Punkten. Alter. Der El Salat, der holt so. Hat sein ganzes Ding schon ausgeballert, ne? Holt so jetzt mühsam Pünktchen, wie er so braucht. Und der holt in 2 Rennen 18 Punkte. Aber ein Teamkollege holt halt nur extrem wenig, damit ist. Aber Silver hat noch guten Vorsprung, aber da kommen halt Locatelli, Octane und Predator, die hier so langsam anklopfen. So, hallo, wir wollen auch mitmachen. Ist noch ein Platz frei. So. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Beim eigentlich fast schon 3. Rennen in Folge, was sehr gut war. Also extrem spannend mal war wieder. Also wir kommen so in eine Phase, wo die Rennen spannend werden. Also nicht nur was den Sieg angeht, weil manchmal ist es ja halt extrem langweilig, den Sieg rauszuholen, aber halt allgemein unsere Position. Ne? Wir haben in letzter Zeit extrem oft gegen Kitano gekämpft und gegen Steinmann, um halt meistens in der letzten Zeit sogar ein bisschen verloren. Das ist jetzt das erste Rennen nach 3 Rennen, wo wir uns mal wieder gegen Kitano durchsetzen konnten. Aber so kann es weitergehen, die Saison. Ne? Wir haben jetzt 6 Rennen. Von 16, also noch 10 Rennen haben wir vor uns. Und ja, werden sehen, wie das so weitergeht, ne? Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao!